Auch heute regiert wieder das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche. Gestern der Nasdaq sehr stark, heute der schwächste Index. Gestern Value sehr schwach, heute besser als der Nasdaq. Es ist also rein raus, man rotiert aus der Rotation, denkt man also ziemlich langweilig. Aber vielleicht ist die ganze Geschichte nicht so langweilig. Ich habe da so ein Gefühl. Es ist eine These, es ist ein Bauchgefühl, möchte ich sagen, dass sich da gerade etwas zusammenbraut. Ich hatte heute Morgen im Videoausblick gesagt, da gibt es einige Warnhinweise, wie zum Beispiel die Tatsache, dass wir jetzt Dollarstärke haben, gestern massiver Ölpreisrückgang, heute wieder teilweise die Kursverluste aufgeholt. Wir haben dann gesehen, dass die Aktienmärkte das nicht positiv vernutzen konnten, um ein hässliches Wort zu gebrauchen, dass die Anleiherenditen gestern gefallen waren. Diese Anleiherenditen stagnieren heute, aber wir sind kurz vorm Quartalsende. Und was das bedeuten könnte, gerade in Sachen Anleihen, Aktien, das versuche ich in folgenden mal kurz zu zeigen, wie so ein bisschen die Gesamtlage sich darstellt vor diesem Quartalsende. Da wird viel rumgeschichtet, ausbalanciert, Rebalancing nennt man das im Amerikanischen. Und da dürfte es einige Bewegung geben. Also werden wir jetzt sehen, dass die Dickfische sich ein bisschen positionieren, weil jetzt eben die Stimulus-Schecks überwiegend schon angekommen und wahrscheinlich auch in die Märkte investiert sind, nämlich das Geld, was für die Aktienmärkte vorgesehen ist. Es gibt ja Konflikte, gibt ja unterschiedliche, sich widersprechende Aussagen von Analysten, die sagen, ja, da wird wahnsinnig viel in die Aktienmärkte gehen. Andere sagen, nee, da geht viel mehr in Freizeitaktivitäten. Die Leute wollen reisen, die wollen gar nicht jetzt mehr so in Aktien investieren. Das ist noch die offene Frage, aber manche haben heute schon ein böses Erwachen gehabt. Schauen wir uns zunächst mal an, linke Tasche, rechte Tasche. Heute sehen wir den Dow Jones stark. Wir sehen den Nasdaq schwach und wir sehen, dass der VIX ein bisschen zurückkommt. Der S&P hält sich leicht im Plus. Das hatte sich heute Morgen schon angedeutet, da sind wir dann ein bisschen nach oben gegangen auf Future-Basis, aber so richtig Euphorie kommt nicht auf. Das Ganze ist nach oben irgendwie gedeckelt, hat man den Eindruck. Und hier schauen wir uns mal an, da fehlt so ein bisschen der Saft, auch was die Call-Volumina betrifft. Also diese Call-Optionen, die teilweise die Market-Maker gezwungen haben, mitzugehen, dann Aktien physisch zu kaufen. Hier sehen wir, dass das Call-Volume, das auf einzelne Aktien vor allem, und das Total-Call-Volume, also das Gesamt-Call-Volumen, also die Wetten auf steigende Kurse, sei es Aktien, sei es Indizes, jetzt doch deutlich zurückgegangen ist. Und interessanterweise gibt es auch offenkundig Veränderungen so langsam beim Put-Call-Ratio. Das heißt, wir sehen, dass die Puts zunehmen derzeit. Normalerweise ist es so, dass wenn die Dickfische meinen, man könnte jetzt mal ein bisschen Kasse machen, nachdem die Privatanleger, die Kleinanleger sich investiert haben, dann steigen die Put-Volumina. Ist das ein Omen? Fragezeichen, das ist eine offene Frage, aber auf jeden Fall sehen wir, dass es ein größeres Bedürfnis gibt nach Absicherungen. Und wir sehen, dass wir auf der einen Seite sehr große Put-Bestände haben. Inzwischen jetzt, was den Triple Q betrifft, also das Nasdaq, das maßgebliche Nasdaq-ETF, also da sind viele offenkundig jetzt darauf positioniert, dass Nasdaq-Werte, Tech-Werte, die zuletzt ja so verprügelt ist, vielleicht zu viel gesagt, aber die auf jeden Fall nicht mehr die Gewinner waren, die deutlich schlechter liefen als Value, dass die weiterfallen. Aber wir sehen, das ist jetzt an einer extremen Marke. Und dazu passt, was ich Ihnen gleich zeigen werde, in Sachen Anleihen, aber zunächst mal hier jetzt auch Gegenwind eines Schlüsseldemokraten, nämlich Frank Polony, der für Economy and Commerce Chairman zuständig ist im US-Senat, damit also sehr, sehr viel Einfluss hat und der gesagt hat, wir müssen jetzt die Regulatorik gegen Tech-Firmen deutlich straffer gestalten. Das wird also passieren. Da hat sich dann auch Bernie Sanders gemeldet und hat gesagt, also das, was da mit Trump passiert ist, mit der Sperrung des Twitter-Accounts eines noch amtierenden Präsidenten, wen trifft es als Nächsten? Trifft es dann Biden als Nächsten? Das kann so nicht weitergehen. Also hier sehen wir, dass sich da Widerstand gegen Tech formiert. Das wäre zumindest ein Grund, warum es Tech schwieriger haben könnte. Aber wir sehen auf der anderen Seite jetzt, GameStop zum Beispiel schmiert relativ stark ab. Da haben viele ihre Stimulus-Schecks investiert. Ich habe gerade mit meinem Schwager telefoniert, der hat auch GameStop-Aktien gekauft. Ich habe gesagt, Spitzenidee, vielleicht fundamentaler Wert so zwischen 5 und 20 Dollar, aber gut, er wollte es halt machen.
Jetzt hat er ein kleines Problem, aber nicht groß, hat nicht viel Geld investiert, aber es ist eben so, dass die Aktie verliert. Warum verliert sie vorwiegend? Gestern gab es ja die Quartalszahlen, die waren schlecht, okay, aber das reißt nochmal keinen vom Hocker. Dann wurde angekündigt, einen neuen Tech-Vorstandsmitglied hier zu ernennen, der diese Wandlung zu einem Technologiekonzern, der auch online irgendwie mitspielen kann, gestalten soll. Das hat die Aktie dann nochmal beflügelt, aber dann gab es den Conference Call, also die Analystenkonferenz, und da hat man relativ klar gesagt, ja, wir werden wahrscheinlich eine Kapitalerhöhung machen. Mithin will man also seine eigenen Aktien verkaufen, an den Markt bringen. GameStop selber hat ja 25 Millionen Aktien von etwa 75 Millionen Aktien. Das könnte also auf den Markt geworfen werden, damit würde die Aktie verwässert. Das dürfte dann ein Grund sein für die heutige Kursschwäche, und da wird der eine oder andere Stimulus-Check schon investiert sein und sich dann ein bisschen geschmälert haben. Wir haben heute interessante Daten gehabt aus den USA. Erstmal die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, deutlich schwächer. Und was Sie hier sehen, was da so leicht nach unten weist und dann mit dieser gestrichelten Linie, das ist der Economic Surprise Index der Citigroup. Und hier sehen wir, die Daten werden immer schlechter aus den USA. Also dieser ganze Reflationstrade, der wird jetzt zumindest durch die Daten ein bisschen in Frage gestellt. Also diese Idee, dass also die Wirtschaft wahnsinnig stark anziehen wird. Aber interessant ist, was Market, das die Daten ja erhebt, heute gesagt hat. Die haben nämlich formuliert, die Firmen versuchen, die massiv gestiegenen Inputpreise an die Kunden weiterzugeben. Das ist teilweise gelungen, aber man sagt, wir haben teilweise einen Mangel an Materialien. Wir kriegen also sozusagen die Produktionsmittel gar nicht zusammen, die wir brauchen, um zu produzieren. Das ist ein extrem interessanter Punkt, dazu gleich mehr. Und wir sehen hier, the rate of input price inflation was the sharpest since collection data began in late 2009. Also seit 2009, seit es diesen Market PMI, diesen Market Einkaufsmanager Index gibt, sind die Inputkosten, also die Kosten für die Unternehmen zur Produktion ihrer Produkte, so stark gestiegen wie noch nie, seit es diesen Index gibt. Sie waren teilweise in der Lage, diese gestiegenen Kosten weiterzugeben, so Market, aber eben nur teilweise, und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel den Richmond Fat Manufacturing Index. Hier sehen wir auch Shortage of Raw Materials, also praktisch Rohmaterialien sind knapp. Man hat zu wenig davon. Das heißt, wir haben extrem lange Lieferzeiten. All das verschleppte die Produktion. Das sorgte dafür, dass Produkte knapp sind. Und das würde wiederum diese Inflationsthese ja schon ein bisschen bestätigen. Die Frage ist nur, haben wir das entsprechende Wachstum dazu? Haben wir also Reflation oder haben wir eben möglicherweise Stagflation, dass also die Wirtschaft gar nicht mehr so toll läuft, aber die Preise dennoch sehr, sehr stark steigen? Stagflation ist kein schönes Szenario für die Aktienmärkte. Die Fed sagt aber, das ist alles nur vorübergehend. Aber möglicherweise irrt sich da die US-Notenbank, denn hier ein Artikel in der New York Times, der klar auf den Punkt bringt, was eigentlich in den Köpfen abläuft. Wirtschaft ist ja viel Psychologie. Wenn die Leute Inflation erwarten, dann verhalten sie sich entsprechend, dann versuchen sie Dinge eher jetzt zu kaufen als in der Zukunft. Und so sagt eben auch dieser Artikel, dass diese Geschichte zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann. Und businesses would be quicker to raise prices and workers to demand raises. Also die Arbeitnehmer verlangen dann, wenn sie Inflation erwarten, eher höhere Löhne. Und die Unternehmen versuchen eben im Vorfeld, so schnell es geht, eben die Preise anzuheben. Das alles könnte dazu führen, dass auf jeden Fall diese inflationären Tendenzen deutlich stärker ausfallen als die Fed. Die Frage ist dann eben nur, bekommen wir ein sattes Wirtschaftswachstum dazu oder ist es nicht so satt, wie man sich jetzt vorstellt und wie die Märkte eingepreist haben. Jetzt ist eben immer noch, und das ist jetzt wichtig, weil jetzt das Quartal bald endet und wir dann die Quartalszahlen sehen werden, ist es eben so, dass die Inputkosten für die Unternehmen sehr stark steigen, was bisher teilweise weitergegeben kann, aber an die Kunden, aber eben teilweise nicht. Das heißt, die Marge sinkt und das könnten wir als negative Überraschung dann bald schon sehen. Und eine neue Studie hat auch gezeigt, nämlich von der Harvard University, dass vor allem seit Beginn der Corona-Geschichte das, was die Amerikaner faktisch kaufen, immer stärker abweicht von dem, was offiziell in der Inflationsberechnung ist. Es gibt ja viele, die sagen, das hat dieser Warenkorb, der da herangezogen wird, hat nicht viel mit der Realität zu tun. Ja, jein, könnte man sagen. Jedenfalls sehen wir, dass das also deutlich stark abweicht, dass also die Preise
die die Amerikaner bezahlen müssen für die Waren, die sie seit Beginn der Corona-Krise gekauft haben, doch deutlich stärker gestiegen sind als die offizielle Inflationsrate, wie ich finde, ein sehr interessanter Punkt. Und jetzt haben wir die Situation, um jetzt nochmal auf das Anleihespektrum zu kommen, dass wir eine extrem bärische Stimmung gegenüber dem Anleihemarkt haben, Staatsanleihemarkt. Wir sehen also, dass die Mehrheit davon ausgeht, dass die Renditen steigen. Dementsprechend sind alle positioniert am Markt. Extrem bärisches Sentiment normalerweise. Entstehen dann erstmal Wendepunkte, Gegenbewegungen, und jetzt ist zu beachten, das was ich hier hingeschrieben habe, Achtung Portfolio Rebalancing, denn wir haben ja einen massiven Sell-Off gehabt in den Staatsanleihenmärkten, also die Anleihen wurden verkauft wie seit dem Jahr 1981 nicht mehr. Das bedeutet aber, viele institutionelle Investoren, die haben ja ein relativ fest definiertes Verhältnis, wie viel Prozent des Portfolios in Anleihen investiert sind, in Staatsanleihen, und wie viel Prozent in Aktien. Oft hat man dann so eine 60-40-Aufteilung oder 70-30, das variiert je nachdem. Jedenfalls dürfte dieser Abverkauf von Anleihen dazu geführt haben, dass diese Fonds, diese institutionellen Anleger, jetzt zum Quartalsende gezwungen sind, den Anteil von Anleihen wieder raufzufahren. Mithin werden die also den Anleiheanteil vergrößern müssen, Anleihen kaufen und im Gegenzug Aktien verkaufen müssen, um diese Balance von 60, 40, 70, 30, wie auch immer, eben zu erreichen. Das könnte ein sehr wichtiger Punkt jetzt werden in den nächsten Tagen. Und wir haben auch aus Deutschland wieder hervorragende Daten. Jetzt kommen wir zum Deutschland-Teil gewissermaßen. Einkaufsmanager-Indizes waren überragend, Industrie mit dem besten jemals gemessenen Wert, seit es diesen Index gibt. Also man könnte meinen, wir leben in Schlaraffenland, selbst die Dienstleister waren optimistischer als beim letzten Mal. Allerdings ist die Umfrage erhoben worden, bevor die Regierung und die Ministerpräsidenten sich darauf geeinigt haben, den Lockdown nochmal zu verlängern und dann diese wunderbare Idee hatten, an Ostern die Osterruhe einzuführen. Jetzt ist Angela Merkel zurückgerudert. Sie hat gesagt, ich habe diesen Fehler erkannt. Aber das eigentlich Interessante dabei ist ihre Begründung, wie ich finde. Sie hat nämlich gesagt, ja, so Sachen wie Lohnfortzahlungen etc., das würde man in der Kürze der Zeit gar nicht hinkriegen. Also es ist nicht die eigentlich epidemiologisch Sinnlosigkeit der Maßnahme, nämlich am Gründonnerstag alle Supermärkte zu schließen, damit dann alle schön am Mittwoch noch in die überfüllten Supermärkte rennen. Das war offenkundig nicht der Punkt. Also die Rationalität der Entscheidung war nicht der Grund, sondern nur die technische Umsetzung dieser Entscheidung in der Kürze der Zeit scheint der Grund gewesen zu sein. Sie hat sich dann entschuldigt. Jetzt studiert man oder überlegt man offenkundig, Reisebeschränkungen hier einzuführen. Okay, man kann sagen, es ist okay, wenn jemand einen Fehler korrigiert, aber ich glaube, sie korrigiert den aus den falschen Gründen, nicht weil sie eingesehen hat, dass diese Maßnahme per se keinen Sinn macht mit dieser Osterruhe. Mindestens was die Supermarktschließungen betrifft, sondern sie führt hier andere Gründe an. Ich finde es immer gut, wenn sich jemand entschuldigt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist eher für mich ein Ausdruck der Größe statt der Schwäche. Aber man kann natürlich und das auch anders sehen, dazu gleich mehr. Wir sehen, dass natürlich jetzt die Kritik immer heftiger wird an diesem Schlingerkurs. Was ist aus uns geworden? Sind wir ein Witz, wie es hier von Herrn Poschardt aus der Welt heißt heute? Die Regierenden, eine Kohorte überforderter Krisen-Nichtbewältiger, entfernen sich in der Pandemie immer weiter vom Wahlvolk. Ja, es gibt schon eine gewisse Müdigkeit der Leute, nicht nur mit der Corona-Geschichte, sondern auch mit den Herrschaftsstrukturen. Das geht in einer liberalen Demokratie nicht lange gut, und darin sehe ich die ganz große Gefahr. Und wir sehen hier Daniel Stelter, eigentlich ein sehr, sehr rationaler Mensch, ein sehr ruhiger, abgeklärter Mensch, der hier sagt, also wenn Entschuldigung, dann richtig, sagt Komplettversagen seit April 2020, zählt die ganzen Dinge auf, keine Masken, keine Tests, Schutzkonzept, Risikogruppen, Schutz von Risikogruppen, Impfstoffdebakel, Nachverfolgung von Fällen, Corona-App, nächstes Debakel, Gesundheitsämter mit Fax, langsame Auszahlung der Hilfen etc. Da sind ja schon einige Punkte, und er sagt, also da müsste sie doch eigentlich zurücktreten, und macht dann einen Vergleich auf und sagt, ja, wenn ich ein Haus abbrenne und dabei aus Versehen eine Blumenvase umstoße, dann macht es ja keinen Sinn, sich für das Umstoßen der Blumenvase zu entschuldigen. Das ist natürlich eine heftige Meinung, aber es ist vielleicht ein bisschen was dran. Sie entschuldigt sich, nämlich La Angela, vielleicht für die falschen Dinge. Aber wir sehen, es ist allgemein doch ziemlich herbe Kritik zu sehen. Corona-Schlingerkurs vor Ostern,
Schluss mit dem Kasperltheater, das sagen die Deutschen zu Merkels Rückzieher. Oder auch die Neue Zürcher Zeitung sagt hier, in der schwersten Krise seit dem Krieg hat Deutschland eine Kanzlerin auf Abruf. Was bleibt, ist der Eindruck einer politischen Führung, die für Chaos und Verunsicherung sorgt. Und vor allem eine Bürokratie hat, die offenkundig total unflexibel ist. Das ist wahrscheinlich unser Problem. Und wir fördern ja derzeit geradezu Karrieren in der Bürokratie, indem der Staat immer mächtiger, immer einflussreicher wird, weil er eben sich um viel mehr Leute kümmern muss, die in der Pandemie ihre Zukunft verloren haben, ein Stück weit. Und insgesamt, wenn man mal Leute befragt, Abiturienten befragt, ja, was willst du denn machen? Ja, so im mittleren Management arbeiten beim Konzern. Also da ist wenig Risikobereitschaft, wenig Unternehmergeist und das wird uns böse auf die Füße fallen. Das wird dann einer der Folgeschäden der ganzen Corona-Geschichte sein. Aber wir haben ja Gott sei Dank Marcello Fraccia, was für ein Name auch schon, Marcel Fraccia. Wahrscheinlich Marcel ist ja eigentlich ein schöner Vorname, wenn man schon Fraccia heißt, dann musst du wahrscheinlich einen schönen Vornamen wenigstens davor setzen, damit es nicht so hässlich klingt. Ja, kleiner Scherz am Rande. Der sagt, die Entschuldigung Merkels ist politisch clever, denn härtere Restriktionen sind kein Fehler. Die sind richtig und unausweichlich. Der Fehler liegt bei denen, die keine Restriktionen, sondern Öffnungen wollen, weil diese den Schaden für Gesundheit und Wirtschaft weiter erhöhen. Naja, da würden viele Einzelländer sagen, wir sind durchaus in der Lage, unter extrem guten Hygienestandards das so abzuwickeln, dass da wenig Infektionen passieren. Ich hatte neulich eine Grafik gezeigt, die klar macht, dass die Infektionen zu Hause passieren bei den Leuten oder in Heimen, in Altersheimen, in Flüchtlingsunterbringungen etc. Da passieren die Infektionen wenig im Supermarkt etc. Und hier sagt er, zeigt der politische und menschliche Größe. Letztendlich übernimmt sie die Verantwortung für das Scheitern vor allem anderer in der Politik. Es ist ein wichtiger Schritt, Vertrauen in die Politik wieder zu stärken. Marcello, ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ich würde eher sagen, nein. Gell? Aber Gott sei Dank haben wir den Fraccia, der muss schon dermaßen viel Speichel haben, so wie der speichelleckerisch unterwegs ist. Der Typ ist offenkundig wirklich, wirklich dringend interessiert an einem Regierungsjob, bevor Merkel abtritt. Für die EZB hat es ja leider bisher noch nicht gereicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Meine These ist, es wird schwierig. Meine These bleibt, es wird schwierig. Wir sehen jetzt erstmal linke Tasche, rechte Tasche, linke Tasche, rechte Tasche. Das ist so wie bei einem Fußballspiel, Mittelfeldgeplänkel und dann plötzlich kommt ein Steilpass und dann könnte es ein bisschen unruhiger werden. Das Quartalsende jedenfalls scheint mir dafür zu sprechen. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.